Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ich sehe gerade schon, meine Freundin kommt. Ich habe übrigens ihr Sitz schon aufgeheizt. Also ich habe Sitzheizung angemacht. Mal gucken, ob sie es merkt. Kommt jetzt. So. Ich habe doch wieder eine Blase am Fuß. Echt? Ja. Scheiße. Oh, lass es. Merkst du was? Der Video. Ja, nee, was anderes. Nicht an mir? Dass der Sitz liegt. Wer war das? Ach so. Aber nee, das auch nicht. Nein. Ich hab dir schon Sitzheizung angemacht. Ah, danke. Bitte. Kennst du den Weg auswendig nach Essen? Fällt so über 224 oder so? Was ist schneller? Ja, entweder bei Horst oder 224. Kanab, alten Essen? Dann nehme ich den Weg. Das ist dein Arm, der ist dunkler, ne? Ja. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Wir haben einfach 1:30 Uhr nachts. Ich war noch ein bisschen unterwegs. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall abschminken. Und dann werde ich euch mal meinen Selbstbräuner fürs Gesicht zeigen. Den finde ich tatsächlich echt gut. Und meine Freundin hat mich auch schon gefragt, warum ich so braun bin. Deswegen glaube ich, dass der ganz gut ist. Das wäre einmal hier dieser Hyvan Tropic. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Das ist er auf jeden Fall. Wichtig ist aber, Leute, man muss das mit einer Feuchtigkeitscreme mischen, weil sonst seht ihr ganz schlimm aus. Das habe ich nämlich auch mal gemacht, weil ich mir dachte so, nö, ich benutze keine Creme, ich mache das so drauf, ich will brown werden. Ja, aber das war ein Fehler, Leute. Ich sah wirklich katastrophal aus. Da war ich in Bayern, meine Schwestern, die haben mich ausgelacht. Wirklich komplett ausgelacht. Deswegen macht das nicht. Ihr könnt auf jeden Fall eine Menge von 2 bis 6 Tropfen nehmen und genügend Creme, Leute, damit das Ganze auch sich mischt und ihr das Ganze gut verteilen könnt. Ich werde mich jetzt erstmal mit meinem Reinigungsschaum abschminken. Ich habe zurzeit das von Neutrogena. Ich teste mich eigentlich auch so ein bisschen durch. Ich liebe aber aktuell Reinigungsschäume. Ist das die Mehrzahl? Ich weiß es nicht so ganz. Und ich mache jetzt nicht so viel, weil ich habe gestern auch schon selbst Bräuner drauf getan. Ich mache mal so 4. 4 Pumpschläuche. Oh, der war daneben. 1, 2, 3, 4, 5 mit dem einen, der da ein bisschen daneben gegangen ist. Und schnell verteilen, Leute. Und auch nicht zu lange auf der Haut, also auf der Hand lassen. Weil ich hatte auch mal einen Fehler. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Entweder habe ich vergessen, danach meine Hände zu waschen. Oder es war wirklich so, dass ich das zu lange auf meiner Hand hatte, das Zeug. Weil meine Hand war komplett orange. Das sah ein bisschen crazy aus. Hat dann auch so 4, 5 Tage gedauert, bis das komplett wieder weg war. Schön gut verteilen, ne? Auch Hals und Dekolleté nicht vergessen. Und hier an den Rändern. In den Haareinsatz. Und der Rest kommt. Sorry. Ich gehe jetzt schlafen und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh.
Habe ich euch eigentlich schon meine Nägel gezeigt? Guck mal, wie schön die aussehen. Da ist auch noch so ein Glitzerrahmen. Glitzerrahmen vor allem. Und das matcht richtig gut mit goldenem Schmuck, Leute. Heute ist es ein bisschen girly geworden. Gute Nacht. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, not no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrow. State the shaky in vibrato. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. Good morning in the morning. Wir haben heute Sunday, also Sonntag. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall noch den Rest vom Video schneiden. Ich habe ja gesagt, dass das um 14 Uhr online kommt. Deswegen muss ich hier ranhalten. Und ich wollte euch ja noch das Ergebnis vom Selbstbräuner zeigen. Ich wollte auch mal testen, weil mein Selbstbräuner für den Körper ist ja jetzt schon alle gegangen. Ich wollte mal testen, ob es nicht möglich wäre, diese Bräunungstropfen auch fürs Körper zu benutzen. Also da muss man halt eine Bodylotion nehmen und die dann damit vermischen. Aber theoretisch müsste das doch eigentlich möglich sein, oder? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal getestet habt. Also ob ihr die Selbstbräunertropfen auch schon mal für den Körper benutzt habt. Und Leute, es gibt noch eine Sache, die ich eigentlich gerne mit euch besprechen würde. Aber eigentlich müsste ich dafür ein separates Video machen, glaube ich, weil man dazu ein bisschen Gesprächsbedarf hat, sagt man das so? Okay, ich sage es jetzt einfach, was ich vorhabe, was meine Gedanken sind und ihr müsst dann unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet, was eure Meinung dazu ist. Also, ich hatte ein paar Gespräche, so über mein Profil, über meine Bilder, die ich mache und bei mir sind natürlich auch sehr freizügige Bilder dabei. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, ob es nicht eventuell eine gute Idee wäre, die auf OnlyFans lieber zu teilen. Nicht aus dem Grund, weil ich da unbedingt in diese Szene rein will, sondern damit das einfach ein bisschen getrennt ist. Also Instagram mit normalen Content, was Fashion, Beauty, Klamotten und so angeht, Lifestyle. Und OnlyFans halt wirklich diese freizügigen ästhetischen Bilder. Weil auf Instagram, wenn man solche Bilder teilt, manchmal werden die nicht ausgestrahlt, weil das halt U18 ist. Und ich habe sogar mein Profil eingestellt, dass es erst ab 18 Jahren zu sehen ist. Also das habe ich wenigstens schon mal gemacht. Ja, aber in dem Gespräch wurde auch klar, dass ja wirklich jeder einfach mein Profil sehen kann. Egal ob Arbeitgeber, egal ob Arbeitskollegen, egal ob der Freund von meiner Schwester oder der Freund von meiner Freundin, meine Familie. Eigentlich bin ich so ein Mensch, das ist mir eigentlich egal. Aber ich will, dass das für die anderen nicht so unangenehm ist. Wisst ihr, was ich meine? Manche sehen ja eine nackte, freizügige Person, sagen wir jetzt mal. Und bei denen, keine Ahnung, geht der Puls direkt auf 180. Wenn ich eine nackte, freizügige Frau, Mann sehe, da passiert bei mir nichts. Also entweder denke ich mir so, wow, schön, richtig schön ästhetisch und keine Ahnung was. Oder es interessiert mich gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Oder nee, vielleicht sage ich das anders. Für mich sind freizügige, nackte Menschen normal. Mich interessiert das eigentlich so gar nicht. Also was heißt, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und für manche Menschen ist das so, ach du Scheiße, krass. Und da kommen irgendwelche Emotionen hoch, die ich auf jeden Fall nicht habe. Aus diesem Grund bin ich halt am Überlegen, ob ich das wirklich dann trenne. Und das könnt ihr jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Also bei mir sind auf jeden Fall nicht nur dann die Männer willkommen. Also ich wünschte, die ganzen Frauen würden dann natürlich auch auf die Seite gehen. Ich habe auch wieder so schöne Bilder gesehen, Leute. Aber um die zu machen, ist es leider noch ein bisschen zu kalt. Soll ich euch mal zwei Stück zeigen, Matze? Ich suche jetzt mal zwei richtig schöne Bilder raus, die mir so gefallen, ne? Ah, so schön! Also Leute, das wäre Bild Nummer 1, was ich richtig schön finde und was ich am liebsten auch selber machen würde. Nochmal schön. Das ist am Strand. Ich finde das so schön. Oh mein Gott. Wie nice ist das bitte? Hallo? Ja, und ich liebe solche Fotos, Leute. Also manchmal sagt man ja so, ich verstehe nicht,
wie du das mögen kannst oder ich verstehe nicht, wie du das und das machen kannst. Und das ist, glaube ich, so eine Sache. Ich glaube, viele verstehen das halt einfach nicht, dass man das so ästhetisch findet und so. Aber im Leben muss man die anderen Leute ja nicht unbedingt verstehen, das, was sie machen, tun, lieben. Ja, Leute, auf jeden Fall liebe ich solche Fotos. Ich würde die auch gerne so hinbekommen. Könnt ihr mir jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Ich bin sehr gespannt. Könnt mir natürlich auch eure Meinung privat auf Instagram schreiben. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meine ganzen Kanäle abonniert natürlich. Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Verwöhnt euch heute. Ich muss noch ein bisschen Haushalt machen. Danach verwöhne ich mich. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in dem nächsten Video. Tschüss. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better.